Liebe SCP-Fans, die neue Saison hat begonnen und jetzt kommt auch wieder das Interview der Woche ins Spiel. Und gleich mit einem Rückkehrer wollen wir starten mit Marcel Njeng, der heute zu Gast ist, die Nummer 7 des SCP. Marcel, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Wie ist das, nach so vielen Jahren zu seinem quasi ersten größeren Verein zurückzukehren? Ja, also erstmal danke für die nette Begrüßung und ich freue mich in erster Linie wieder hier zu sein und wieder sportliche Erfolge mit dem SCP feiern zu können. Ist das eigentlich ein Kulturschock, wenn man aus Berlin nach Paderborn zurückkehrt? Na, würde ich jetzt nicht behaupten. Ich glaube, ich wusste, worauf ich mich dann in dem Sinne einlasse. Und ich fand es schön hier damals zu der Zeit und die Stadt an sich hat sich ja so nicht verändert. Aber die Struktur des Vereins hat sich komplett verändert, zum Positiven. Und das hat mich halt gereizt. Du hast die Stadt schon angesprochen, also hast dich relativ schnell wieder gut einleben können. Oder also fühlt man sich dann schneller wieder heimisch, als wenn man wie damals vielleicht nach Gladbach neu kommt, wo man noch nie in Anführungsstrichen war? Ja, das auf jeden Fall. Also wenn man schon mal irgendwo gewesen ist, dann fällt es einem auch einfacher beim zweiten oder dritten Mal. Dann weiß man schon ungefähr, wo man gerne hingeht und wo man sich auch gerne sehen lässt und so. Also das ist halt schon einfacher beim zweiten Mal. Paderborn hatte mal auf dem Ortsschild Bundesliga-Stadt stehen. Ist das so ein Anreiz auch, dass du dir nochmal gesagt hast, ich möchte hier, ich weiß, ihr wollt jetzt erstmal euch konsolidieren und die Mannschaft sich einspielen lassen, aber ist das so ein Anreiz, das wieder hinzubekommen mit der Mannschaft? Natürlich ist es der Anreiz, maximal erfolgreich zu sein. Und was dann letzten Endes dabei rausspringt, sieht man natürlich immer erst, wenn die Runde gespielt ist. Aber ich bin der Überzeugung und ich bin davon überzeugt, dass gerade mit der Qualität, die wir im Kader haben, doch eine gute Rolle spielen können. Und dann ist halt natürlich immer so, wie konstant kann eine Mannschaft dann auch auf dem, in dem Niveau dann weiterspielen. War das auch ausschlaggebend, dass Markus Gellhaus hier Trainer ist? Ich meine, ihr seid ja eigentlich durch alle Vereine zusammengegangen. Es ist ja quasi eine gemeinsame Karriere irgendwie, wenn man das so sagen kann. Ja, also es hat so ein bisschen was auch damit zu tun, wie sehe ich mich selber so in der Zukunft und oder wo sehe ich mich da und nehme ich eine Entwicklung, eine Persönlichkeitsentwicklung oder vielleicht auch eine Entwicklung weiterhin im Sport. Und da habe ich mich dann auch ganz klar dann für Paderborn entschieden, weil A, halt die Eingewöhnungszeit halt nicht so lange ist und ich denke ich auch hier einen ganz guten Stellenwert habe und genieße und den möchte ich dann natürlich auch dementsprechend bestätigen. Kann man das so sagen? Mag man das als Spieler, wenn man hört, man ist der verlängerte Arm des Trainers? Weil er in diesem Fall ja, ihr kennt euch echt lange schon. Ja, ich glaube natürlich auch, dass mit meiner Verpflichtung ein bisschen was vom Umsetzen des Systems auf dem Platz halt dann auch vereinfacht und verdeutlicht. Und dass der Anruf gekommen ist, hat mich dann letzten Endes nicht so überrascht. Aber ich wusste natürlich auch dann um die Verantwortung, die dann da einhergeht. Wie ist so ein Verhältnis, wenn man sich so lange kennt als Trainer? Gut, er war bisher Co-Trainer, jetzt ist er der Cheftrainer. Wie ist das Verhältnis da? Es entwickelt sich da auch so eine Art, naja, Freundschaft weiß ich jetzt nicht, aber schon irgendwie, dass man sich duzt, dass man miteinander telefoniert, keine Ahnung was. Das interessiert mich jetzt einfach mal, wie das dann so abläuft. Oder ist das zwischen Trainern und Spielern dann doch gemäßigt? Nee, ja, also man muss halt immer, den Spagat schaffen, dass man den respektvollen Umgang aufrechterhält. Und nicht abdriftet in so ein Kumpelverhalten. Das ist dementsprechend ganz wichtig, um das halt auch zu transportieren, dass sich da nicht irgendjemand dann gekränkt fühlt oder andere denken, okay, der hat jetzt mehr Freiheiten als ich zum Beispiel oder eine Autoritätsperson vielleicht sogar dann in Frage gestellt wird. Deswegen, also das Verhältnis ist ein gutes Verhältnis, aber es ist auch
in erster Linie ein rein sportliches Verhältnis. Also wir haben viele Stationen miteinander erlebt und ich glaube, er weiß auch, was ich mitbringe, was ich mitbringen kann. Und ich weiß natürlich auch, was er dann in dem Moment verlangt. Und ich glaube, das ist halt einfach, macht schon eine Beziehung dann dementsprechend einfacher, wenn man das schon im Vorfeld weiß und worauf man sich halt auch dann verlassen kann. Ja, sicher, klar. Was du mitbringst, ist viel Erfahrung. Du hast viel gesehen, viel erlebt. Was sind so die Glanzpunkte, an die du dich immer erinnern wirst in deiner Karriere bisher so? Ja, natürlich, man erinnert sich gerne an das Positive, ne? Und man versucht natürlich auch aus den Fehlern, die man gemacht hat, beziehungsweise als gesamte Mannschaft hat man immer Phasen und Situationen, die schwierig sind. Und die kann man dann vielleicht ein bisschen gelassener angehen und ist dann nicht so nervös oder ist dann so ein bisschen hektisch. Hast du denn so einen Moment, wo du, ich meine, du hast Aufstiege mitgemacht? Ich habe genau noch ein paar Aufstiege mitgemacht und ich gehe immer gerne in mich und erinnere mich daran, an dieses Mannschaftsgefüge. Das war immer eigentlich dann so, nicht alleine durch den Erfolg, aber bis zum Erfolg. Mhm. Wie die Mannschaft dann so zusammengewachsen ist und das alles durchlebt hat. Mhm. Und das sind halt so die schönsten Momente eigentlich. Mhm. Da interessiert mich jetzt gerade, wie wichtig oder wie schwer ist es auch, dass eine Mannschaft so zusammen wächst? Also ist das wirklich nur im Erfolgsfall möglich oder auch mal im negativen Fall? Man erlebt ja auch manchmal, dass eine Mannschaft 10 Spiele verliert und dann auf einmal wie der Phönix aus der Asche aufsteigt. Genau, also es ist natürlich gerade nach einer Konstellation, wo es halt vieles aufzuwerten gilt, ne? Also Negatives aufzuwerten gilt oder aufzuarbeiten gilt, ist natürlich sehr schwer. Nichtsdestotrotz denke ich, dass man gerade aus der Situation viel besser als eine Einheit und als eine Mannschaft heraus oder hervorgehen kann, als wenn alles schon so läuft. Weil dann besteht die Gefahr, dass da so ein Schlendrian reinkommt, dass da halt ein paar Prozent immer fehlen, weil alles schön ist, weil alles zufrieden ist, alles läuft ja. Glaube ich, können wir gerade jetzt aus der Situation eher zusammenwachsen und schneller zusammenwachsen, um halt für schwierige Phasen, die in der Saison auftauchen, gewappnet zu sein, als in einem anderen Fall. Mhm. Man braucht ja auch Typen für so eine Mannschaft, sagt man immer. Was bist du für so ein Typ? Bist du, also jetzt auch privat vielleicht im Vergleich zu dem auf dem Spielfeld. Sind das zwei verschiedene Marcel und Jenks, die man da sieht? Ja, ich glaube schon, dass gerade in der Konzentrationsphase vor dem Spiel ich dann doch schon so ein bisschen im Fokus des Spiels bin. Mhm. Aber außerhalb versuche ich das auch immer so ein bisschen zu vermitteln, dass das, was da dann in dem Moment auf dem Platz passiert, einen nicht nach Hause mit verfolgen sollte. Also immer zu jedem Training 100% geben, fokussiert sein, auch mal ein bisschen Arschloch sein, ne? Muss auch sein. Aber danach ist halt alles wieder in Ordnung und sollte dann auch wieder Spaß haben und flachsen können. Und, ich glaube, den Spagat habe ich über die Jahre immer ganz gut hinbekommen. Also halten wir fest, du bist zu Hause ein lustiger Typ oder im Kreis der Freunde, Familie? Auch im Kreise der Mannschaft bin ich auch ein lustiger Typ. Ne? Also die sollen jetzt nicht, ja, klar, sollen in der Kabine. Denken, ja. Leute sollen jetzt nicht denken, der geht mit einer bierernsten Miene zum Training, spult da sein Pensum ab und geht wieder nach Hause. Da gibt es ja auch so Typen, ne? Die gibt es natürlich auch. Hat mal Olli Kahn immer nachgesagt. Aber. Ja. Nee, aber ich finde halt schon, dass es ganz wichtig ist, ein gutes Klima zu haben innerhalb der Truppe. Mhm. Außerhalb der Truppe, was machst du da gerne, wenn man das mal erfragen darf? Gibt es irgendwelche Dinge, irgendwelche Leidenschaften, Hobbys, keine Ahnung was? Ja, früher gab es halt so, dass man gerne dann nach Hause gefahren ist zu Freunden, Bekannten und so. Mittlerweile lege ich außerhalb des Platzes so ein bisschen so die Energie in meine kleine Familie. Mhm. Bin jetzt seit gut 2 Monaten Papa geworden und dann, der verlangt... Alles Gute dazu noch nachträglich. Der verlangt schon seine Aufmerksamkeit und das ist so ein bisschen so mein Hobby. So. Ich freue mich einfach jeden Tag aufs Neue, den Kleinen zu sehen und ihn zu erleben. Das ist schon spannend. Plus Schlafmangel inklusive, ne? Nehme ich gerne in Kauf. Also ich habe es mir schwerer vorgestellt, als es jetzt wirklich ist. Ja. So. Ja. Und dann, ja gut, dann habt ihr auch zu Hause, müsst ihr euch ganz gut absprechen, ne? Wenn du unterwegs bist, dann...
Richtig. Es ist eine Umstellung, ja, jetzt oder? Gerade die erste Phase ist natürlich auch nicht so einfach. Ne? Meine Frau lebt jetzt noch in Berlin zurzeit und ich bin jetzt hier und sehen uns halt ja, in längeren Abständen leider immer. Aber ihr plant es zu ändern, oder? Jetzt, genau, richtig, wir planen es zu ändern. Ich suche händeringend nach einer Wohnung. An der Stelle, falls ihr eine Wohnung für mich frei habt. Das hatten wir schon mal. Letzte ein kleiner Show. Aufruf. Da war es der Co-Trainer damals, er hatte keine Wohnung gefunden, 4 Monate lang. Okay. Der Aufruf kam und innerhalb von 5 Tagen wurde, okay. Also ne, wahrscheinlich über die E-Mail-Adresse des SC Paderborn könnt ihr da irgendwie ein paar Vorschläge, oder hast du irgendwelche Kontaktmöglichkeiten? Nee, das war jetzt ein kleiner Spaß. Also okay. Nee, ich bin, glaube ich, kurz vor Abschluss einer. Das ist doch super. Im Grünen oder in der Stadt? Das ist eine Fangfrage, oder? Ist das jetzt? Nein. Ist alles im Grün, kann ich fast sagen, im Gegensatz zu Berlin. Okay. Ja, dann. Der war gut. Ja, gut, dann. Ich hab das natürlich rausgebracht. Ja, das ist halt jetzt wieder mal so eine Situation im Interview, wo man dann auch mal lacht. Ist ja schön. Paderborn waren wir gerade, Libori, bist du da ein Typ für sowas? Geht die Mannschaft da zusammen hin? Macht ihr das? Ich bin sogar Fan davon, dass die Mannschaft mal sowas macht. Sowas macht, ja. Und unabhängig davon, wie dann in dem Moment das sportliche Ergebnis ist, weil wir ja gerade so nach einer intensiven Vorbereitung und lange aufeinander hocken, dann auch wirklich uns mal so auch als Mannschaft treffen sollten, um gewisse Dinge auch ohne Emblem auf der Brust mal ansprechen zu können. Und ich glaube, dass es halt auch ganz wichtig ist, mal so ja, im privaten Umfeld jemanden dann auch zu sehen und zu erleben, um dann dementsprechend auch ein bisschen zusammenzuwachsen. Wir hoffen halt, dass es in Düsseldorf trotzdem irgendwie 3 Punkte gibt. Sind wir auch zuversichtlich. Das hoffen wir natürlich auch. Das halten wir auch fest. Das hoffen wir auch. Wir wollen natürlich das, was wir jetzt auf den Platz bringen, das wollen wir natürlich auch konstant durchziehen. So, und natürlich helfen uns Erfolge, das ist klar. 3 Punkte sowieso. Den Stürmern helfen sowieso die Torerfolge, auch ganz klar. Ja. Und unseren Torwart hinten hilft natürlich auch und der Abwehr natürlich auch ein 0-0-Spiel. Ja, und an den Dingen können wir uns hochziehen. Aber wir lassen uns natürlich auch nicht verrückt machen, jetzt wenn wir ein Spiel verloren haben gegen eine Mannschaft, die sich natürlich ein bisschen besser schon kennt aus der letzten Saison, da auch, ich lasse mich nicht lügen, so eine gute Runde gespielt hat im Großen und Ganzen. Ich glaube, hinten heraus ein bisschen Luft gelassen, so, aber sonst eigentlich eine gute Runde gespielt hat. Und da wollen wir natürlich auch hinkommen, dass wir eine gute Runde spielen. Und das geht natürlich nicht, wenn du eine Woche super spielst und in der nächsten Woche halt dann gar nicht mehr weißt, was du machst. Ne? Sondern schon eine Linie führen und fahren. Und da hilft natürlich, wie gesagt, 3 Punkte. Und die wollen wir natürlich auch unbedingt einfahren. Die kommen in Düsseldorf, da sind wir ganz sicher. Da wird nur ein Ex-Paderborner was gegen haben, aber Christian Strohdig, den grüßen wir auch mal. dann will ich zum Abschluss, kommen wir jetzt zum Ende, weil Marcel hat auch Hunger, möchte noch was essen. Du hast noch einen zweiten Namen, ne? Einen zweiten Namen? Ich weiß nicht, ob ich ihn falsch ausspreche, deswegen sag du ihn lieber einmal kurz. Probier's doch mal. Bijua? Fast, ja. Aber es ist nicht so einfach. Also es, das J, dieses Y-O-U, ne? Ja. Das spricht man gerne als U aus, ne? Deswegen Bijua. Sagst du Bijua. Also ja. Bijua. Okay. Hast du da einen Bezug zu Kamerun? Also ist ja deine erste Staatsbürgerschaft, ich weiß es nicht. Also ich bin gebürtiger Bonner. Also ja. Meine erste Staatsbürgerschaft ist deutsch. Und mein Vater ist aus Kamerun, der lebt auch dort. Und somit war es mir möglich, da beide Länder das zulassen, eine doppelte Staatsangehörigkeit zu haben. Konnte ich die somit beantragen. Und hast ja sogar Länderspiele. Und habe sogar dann auch Länderspiele gemacht. Länderspieler. Ja. Aber sonst ist der Bezug so zu Kamerun nicht so groß, oder? Ich war so natürlich auch durch die Länderspiele dann dementsprechend war ich dort und auch zum Besuch bei meinem Vater und habe regelmäßig Kontakt zu ihm. Das ist ein schönes Land, ich kenne es nicht.
Es ist ein sehr schönes Land. Es hat auch einen schönen Strand. Es gibt einmal einen Douala-Strand, dann gibt es in Kibri auch einen Strand. Man sollte nur zur jetzigen Zeit nicht unbedingt nach Nordkamerun fahren, weil das grenzt an Nigeria. Und wir wissen ja leider, was da momentan los ist. Ja, das ist schade. Das ist richtig, richtig brutal gerade. Ja. Dann hoffen wir, dass sich das alles reguliert. Jetzt haben wir auch noch einen Einblick, einen kleinen Einblick. Wir sprechen da irgendwann mal detaillierter drüber, über Kamerun. Gerne. Wenn du magst. Und den Einblick haben wir bekommen. Das reicht für heute, würde ich sagen. Du kannst jetzt essen gehen, dann geht es wieder zum Training. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Und dann Daumen drücken in Düsseldorf für den SCP. Dankeschön. Wiedersehen. Danke dir.